Das ist doch die große Frage. Warum natürlich, das nein. Ist bei Ballermann nicht. Tino, ich lass nichts auf meinen Ballermann kommen. Ich darf überall durch. Lassen Sie mich durch. Ich bin Twitch. Warte, aber wir drehen mal das Mikrofon noch. Da gibt es jetzt noch Störgeräusche. So muss das nämlich. Weil der Tino, der flüstert ja hier immer im Vergleich zu mir. Ich brülle ja hier immer alles zusammen. Aber eine Affiliate-Karte hast du bekommen. Ja. Mit deinem Twitch-Namen. Aber Affiliate bist du ja sogar auch, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Na, brauchst du 50 Follower? Auch sogar Follower? Du bist das. Hm? Naja, 50 Follower, das, also Affiliate kann wirklich jeder werden. Aber was heißt das dann? Was darfst du dann mehr machen damit? Na, das ist Affiliate? Monetarisieren quasi. Nee, ich meine, du darfst ja Twitch-Con. Nüscht. Achso, kriegst du so ein cooles Ding hier. Ja, na, das kriegen eh alle. Aber hier ist ja Affiliate im Endeffekt drauf. Ist wirklich nur hier unten rechts in der kleinen Ecke diese Farbe anders. Partner sind blau, Community ist. Aber sinnlos. Ist mir, ne? Scheißegal. Also, Partner bekommen kostenlos Essen, wenigstens zahlen die Hälfte, aber ja. Affiliates haben nur rot auf der Karte und Affiliate drauf. Richtig gut. Ey, Twitch macht mal ein bisschen mehr coole Sachen. Macht mal Lärm! Leute im Publikum, die sind schon da, Tino, hast du es gesehen? Echt? Ach, hier. Die haben uns richtig vermisst, weil wir haben letzte Woche nicht machen können, wegen der scheiß Twitch-Con. Deswegen stinkt's hier so. Hallo, liebe Leute. Mann, Alter. Hallöchen, ein saftiges Aloha von der Datenbaubahn. Vom Datenbaba-Wagen, was geht? Wir sollten so Merch-Shirts verkaufen, wo drauf steht irgendwie Datenautobahn oder irgendwie so. Nur so Aufschläge, so Sprüche. Ja, auf unserer, also die einzige Autobahn, auf der ein Tempolimit eine schlechte Idee ist. Die Datenautobahn. Ja. Da. Wir haben beide sehr wenig geschlafen. Ja. Also ich war um 12 im Bett, aber konnte irgendwie nicht einpennen so richtig. Und du warst dann auch hier am Schneiden, Rendern, Hochladen und Regen. Na, hochladen nicht, aber Video ist soweit fertig, weitestgehend. Was war eins? Magst du schon anteasern? Nächste Woche Mittwoch kommt noch mehr Prank-Content von der TwitchCon. Und ich sag's mal so, das habe ich selten, dass ich ein Video anfange und denke, ja, mal gucken. Und dann beim Film merke, Alter, das ist viel geiler, als ich dachte. Und das erwartet euch. Ja, voll sweet, dürfen uns alle drauf freuen. Ja. Oh, ich bin noch richtig kaputt, ey, aber ich hab Bock drauf. Heute Abend ist noch Toleranzmusik in Weimar. Also für euch war es gestern. Also doch erst abends, ja, weil du vorhin gesagt hast. Nee, noch 14 Uhr geht's irgendwie los mit irgendwie Kinderschminken und so. Das werde ich nicht schaffen. Ach, kein Stress. Ja, das war für euch ja auch schon. Warte mal, ja, genau, gestern. Und wir sind auf jeden Fall Tinko und Tinko. Ja. Tinko und Tonko und Ronko. Ja, quasi. Ich habe auch überlegt, mich bei Twitch umzubenennen und Instagram in Tinko überall, damit ich meinen echten Namen nicht mehr preisgeben muss, aber ich glaube, das ist eh zu spät. Aber du musst doch hier, du musst deinen Fame durchbrechen, wie MCM immer sagt. Ach so. Nee, weiß ich nicht, der heißt ja eigentlich anders. Also ich kenne seinen echten Namen ja auch, aber ist der bekannt? Sein echter Name? So halb. Also ist jetzt kein großes Geheimnis. Also Roland heißt er eigentlich. Genau. Der gute alte Roland wieder. Ja, hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid, immer noch da seid. Was geht ab? Wir hatten eine Woche Pause, aber dafür gab es ja ein super geiles Video von der TwitchCon. Ein erstes bereits und ein zweites wird folgen. Ich glaube, das dritte kommt tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wir haben noch einen neuen Dancer gefilmt, aber ich bin nicht so ganz zufrieden. Es ist lange her und vielleicht hätte ich doch einen zweiten Ansatz machen sollen. Meinst du, bist du von der Musik nicht zufrieden oder von der Performance nicht zufrieden? Ja, naja, es ist zu wenig an Actions zwischendrin passiert, so. Ach so. Aber ich hatte die Idee, vielleicht das nächste Mal in First Person einen neuen Dancer zu machen. Mhm. Weil das war jetzt, dieses First Person Video war geiler als erwartet und die Leute fanden es auch gut und nur ganz wenige haben gesagt, oh, mir wird schlecht. Oh, oder 360 Grad, weißt du, wäre auch ganz geil. Ja. Wenn ihr selber so gucken könnt, wo sie hingucken wollen. Das geht mit der Kamera tatsächlich, aber die ist nur geliehen, also mal schauen. Nicey. Puh, ja. Wer nichts mehr ausleihen darf, ich will direkt mal einsteigen. Mach mal, steig mal ein. Es ist Vince McMahon, der WWE-Chef, ist jetzt offiziell zurückgetreten. Es gab ja Vorwürfe, dass er Frauen sexuell genötigt haben soll und mit Schweigegeld und so weiter. Und als es rauskam, ist er verdächtig oft aufgetreten bei WWE wieder. Er war jahrelang kaum zu sehen. Mhm. Er war jede Woche da, hat irgendwie die Show eröffnet, wahrscheinlich. Also Leute sagen, er wollte damit wohl seine Sympathien wieder steigern, ins Fernsehen kommen und so weiter. Dann ist er als CEO zurückgetreten, was jetzt seine Tochter Stephanie macht. Aber er ist wohl noch Chef geblieben der kreativen Abteilung.
Aber heute, nee, letzte Nacht kam die Meldung, Vince McMahon tritt völlig zurück, er geht in Rente mit 77 Jahren. Ist aber ein guter Zeitpunkt, jetzt mit 77 abzutreten. Hat nichts zu tun mit den Vorwürfen, die es gegen mich gibt. Auch, dass die Netflix-Serie über mich jetzt irgendwie eingestellt worden ist, hat damit nichts zu tun. Nein, ich trete freiwillig zurück. Und das ist ein riesiger Knall gerade durch die ganze Wrestling-Welt. Aber Vince McMahon ist ja der Wrestling-Chef überhaupt. Man kann ihn vielleicht vergleichen mit... ist ganz schwierig. Weiß ich gerade nicht. Wenn Once McFrau. Genau, kann man ihn vergleichen. Mhm. Also auf jeden Fall... der Typ im Wrestling-Geschäft, der tritt zurück, das ist krass. Ja, man kann jetzt nur noch in der Vergangenheit über ihn erzählen und dann sagt man immer Vince upon a time. Genau. Mhm. Und auch ganz viele ehemalige Stars haben schon so gepostet, er wirst uns fehlen und danke für die vielen Chancen. Und leider auch so Leute, die ich richtig cool finde, haben dann aber vergessen auch zu erwähnen, was er getan hat. Also klar, Rücktritt, er hat vieles für die Wrestling-Welt getan, aber eben auch viel gegen die Frauenwelt getan. Hm. Und dass man das so in diesen Statements rauslässt, finde ich halt ein bisschen schwierig. Also ich hoffe, wenn man über mich redet, macht man das auch im selben Atemzug mit allen Dingen, die ich für die Frauenwelt getan habe. Ja. Und da würde ich mich sehr bedanken. Aber Vince McMahon, schön, dass du hier Wrestling reinbringen konntest, direkt als Eröffnungsthema. Ja, das freut mich auch. Wir trauern sehr um die wirklich ganz tolle Karriere dieses Frauenschänders. Ja, um das mal einzuordnen, er war ja der Wrestling groß gemacht hat in den USA oder weltweit eigentlich. Er hat das Geschäft von seinem Vater abgekauft, als er im Sterben lag tatsächlich, hat ihm Geld gegeben dafür, was ich komisch finde, und hat daraus quasi ein Imperium gemacht. Er ist halt in den 60er, 70er Jahren halt der WWE, der Wrestling-Boss, und seitdem halt unangefochtener Champion gewesen quasi und ist jetzt einfach nicht mehr da. Das ist richtig seltsam. Er wird dafür gefeiert, dass er... den richtigen Riecher hatte für die richtigen Stars, die richtigen Storylines. Aber seit so 10, 15 Jahren wird er auch kritisiert dafür, dass ihm halt auch so ein bisschen das Gespür fürs Aktuelle fehlt und er viele Storylines irgendwie inkonsequent irgendwie durchführt und abbricht und Leute feuert, die irgendwie beliebt sind. Schreibt er dann immer so Stories, wo die Leute noch Schnurrtelefone nutzen und so? Ja, so eine Art, genau, so Oldschool-Themen. Und er ist ein bisschen in die Jahre gekommen. So, und war nicht mehr so on top und deswegen ist es auch ganz gut für die WWE, dass er abtritt. Und es ist wieder die neuen Sachen irgendwie, dass die Modernität einziehen kann in die WWE, die richtige. Ja, geil. Also ich habe hier jetzt so eine Situation. Wir müssen auf jeden Fall auch noch ausführlich über die TwitchCon reden. Da sind nämlich auch sehr internetrelevante Dinge noch passiert und Bans und hier und da. Aber um deinen Frauenschänder aufzugreifen und überzuleiten zu einem anderen, Danny Returns, der dann nur noch bekannt war als Danny. Ich kannte den nicht. Ich finde auch seinen Kanal nicht mehr. Ist der irgendwie nicht mehr da? Ich weiß es nicht. Leute im Chat, schickt mir gerne mal seinen Kanal. Der ist jetzt schuldig gesprochen worden, zweimal seine, ich weiß gar nicht, ob Frau oder Freundin, vergewaltigt zu haben. Sheesh. Und da ging ein Ruck durchs Internet, denn der war bei berühmten Leuten, der war irgendwie bei der, warte, ich darf es nicht wieder falsch aussprechen, ich glaube Reefed, ja, die Dame, die auch bei mir im Video zu sehen ist mit dem Hamster. Bei der war der sehr oft. Von Annie the Duck, oder? Genau. Ja. Und da war der irgendwie ganz oft zu sehen und auch Montana Black hat natürlich einen gleichen Statement, ne, Ansage gemacht und hier, wer also kein Verständnis, warte mal, das darf ich jetzt nicht in diesem ironischen Ton sagen, aber Montana Black hat kein Verständnis für Frauenschänderei, mindestens 5 Jahre, ja, sagt er. Für andere Verbrechen kann er eher Sympathien aufbringen. Oder auch Catcalling ist auch sein Ding. Ja. Aber wer Frauen vergewaltigt, ja, also es ist natürlich nochmal eine härtere Nummer. Ja, wie sicher. Gesagt, ich will jetzt nicht, dass es zu ironisch wird, aber ja, hat auf jeden Fall ganz klar mal die Tatsachen auf den Tisch gewamst, währenddessen er, und ich bin kein Fan von dem Wort Manspreading, aber er hat es halt in einer solchen übertriebenen Art getan, dass es schon sehr belustigend war. Sein Stream oder halt der Videoausschnitt aus diesem Stream ist halt echt so von unten gefilmt, dass so wirklich ganz prominent der Sack einfach in die Kamera hält. Fand ich witzig. Gut. Und der, dann habe ich auch gelesen, dass es wohl sehr für viele überraschend war, aber so halt überraschend war, dass er wohl seine Freundin vergewaltigt haben soll. Genau. Wo aber andere gesagt haben, wurde mir zumindest gestern Abend erzählt, dass er schon vor ein paar Jahren irgendwie Skandale hatte mit irgendwelchen sexistischen Sprüchen im Livestream. Ja, aber das ist ja auch was anderes. Also ich denke mir, wer der irgendwie, also wer geht denn rum und sagt, ja übrigens gestern meine Alte, ne, übelst weggeflankt und sie hat die ganze Zeit Nein, Nein, Nein gerufen.
Nee, aber, diese Spieleserie. Aber es gab wohl eine Situation in dem Livestream, wo er mit einer jungen Frau gestreamt hat und er sollte sie wohl nicht töten ständig. Und da soll sie wohl gesagt haben, hör auf. Und dann muss er dann geantwortet haben, erst wenn ich auf mein Gesicht draufsetze, dann höre ich auf und so. Das sind dann schon so Sprüche, wo ich sagen muss, das ist sehr unangenehm. Und das ist unangenehm, aber also... Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh Gott, der vergewaltigt sicher. Nee, aber so, oh Gott, dieser Frauenliebhaber und ja, Feminist, okay, würde ich es aber auch nicht zu ihm sagen. Hm. Weißt du, es würde mich dann eher überraschen bei Vince McMahon zum Beispiel. Nee, ich fange wieder kein Beispiel ein. Ich bin noch zu müde dafür. Ja, weswegen das dann eigentlich auch große Wellen geschlagen hat. Und ich habe davon erfahren in einem spontanen Herr Newstime-Stream, in den ich kurz reingeschaut habe, ist, dass die Casino-Streamer sich aufgeregt haben, dass sie ja immer so kritisiert werden, aber dieser Mensch irgendwie nicht. Wobei das ja nicht so ist. Also es ist ganz komisch. Also der vergewaltigende YouTuber. Genau. Die kamen irgendwie alle an und haben dann so gesagt, ey, hier, aber hier, ne, da sagt er jetzt nichts oder was, aber wir bösen Casino-Streamer. Doch, sagen sie ja. Also das ist ja irgendwie sehr Äpfel mit Birnen, aber fand ich irgendwie witzig. Die armen, gescholtenen Casino-Streamer, ja, würden die mal lieber Frauen vergewaltigen, da hätten sie wirklich ein besseres Businessmodell. Aber apropos, hast du nicht auch Knossi getroffen und die ganze Crew? Habe ich getroffen, das ist richtig, und die habe ich getroffen auf der TwitchCon. Mhm. Die war nämlich jetzt letztes Wochenende, ist schon eine Woche her mittlerweile, wenn ihr das hört. Ja, und zwei kranke alte Männer hier im Podcast. Ja, ich habe echt, also es wird bei mir schlimmer. Ich werde definitiv nächste Woche zum Lungendoktor gehen. Ja. Denn ich weiß nicht, ob man das hört. Du röchelst ein bisschen. Das ist halt echt nicht so geil. Und ich weiß nicht, ob das hier immer noch Corona-Nachwirkungen sind oder ganz normal halt mein Lungenscheiß. Aber ich hatte das im Sommer, soweit ich weiß, noch nie, dass ich halt wirklich so hart die Lunge gespürt habe. Aber das tue ich auch. Ich röchel auch ständig und deswegen muss ich auch immer husten. Es ist echt keine Krankheit mehr. Es ist nur noch dieses Röcheln, was nicht weggeht, was mich dann zum Husten anregt. Mhm. Und das ist richtig, richtig nervig. Ja, dazu kommt halt auch, dass mein geiles Symbicort, was ich mir immer in die Lunge jage, das ist alle. Das heißt, aktuell gibt es Cortison nur noch für meine Nase. Und da brauche ich auf jeden Fall mal Nachschub. Mhm. Mach mal Arzt hier. Ich mach mal Arzt. Gut, also TwitchCon war. Und das war auf jeden Fall auch so ein Superspreader-Event. Mhm. Richtig gut, haben ganz viele Streamer hinterher gesagt, ja, ich habe irgendwie so ein Kratzen im Hals, ich weiß auch nicht, war echt witzig. Ich habe bei so einer Streamerin reingeguckt aus Spanien, die ich da kennengelernt habe, die ist, oh Alter, die ist einfach so eine Zuckerwatte, die Dame. Ja? Mhm. Also die ist so positiv die ganze Zeit, ist richtig schön. Aber ich gucke bei ihr rein und sie schreibt auf ihr Keyboard, das ist ein englisches Wort und das bedeutet Tastatur. Für Oma Gerda. Und macht dann Text-to-Speech quasi. Ey, Robin, schön, dass du da bist. Und ich habe gerade einen Kratzen im Hals, deswegen kann ich hier nicht reden. Ganz komisch. Und so ging es ganz, ganz vielen Leuten. Ich bin verschont geblieben bisher. Ich hoffe, es bleibt so. Aber ich habe ja auch vor einem Monat erst meinen Verlauf hinter mich gebracht. Also ich hoffe, das gibt mir noch so ein klein wenig Schutz. Gamescom sollte auch noch gehen, aber danach werde ich vielleicht auch erstmal wieder nicht ganz so nassen Events besuchen. Ja, gerade im Winter, oder wenn es wieder kälter wird, ne? Ja, muss nicht sein. Aber Gamescom habe ich Bock. TwitchCon ist aber erst. Jetzt muss ich ja vorstellen, ich komme da rein, ja, mit dem Plan, okay, ich mache hier so ein First-Person-Video. Das Originalvideo ist so abgefuckt gewesen damals, dass das gebannt wurde auf MTV und BBC und keiner wollte es aussenden. Nacktheit, Drogenmissbrauch, irgendwie Heroin-Shot mit Nadel in den Arm aus First-Person, aus ganz nah und sowas. Und dieses Video will ich nachstellen auf der TwitchCon, so. Und ich komme da rein und das allererste, was ich höre, und hier darf ich endlich mal drüber reden, weil auf Twitch darf ich nicht drüber reden, dass Skyline TV gebannt wurde, weil er in seinem Livestream auf der TwitchCon so getan hat, als würde er ein Spiel klauen. Ah, hab ich auch schon gehört, ja. Und dann von einer Security wohl rausgeschmissen wurde und dann daraufhin auch 14 Tage Bann bekommen hat. Das war nur ein Gag, ne? Wollte nur so einstecken für die Kamera. Ja, also die eben angesprochene Oma Gerda könnte schon dumm sein und das falsch auffassen mit dem Spiel, aber für alle anderen ist es sowas von obvious, dass der dieses Spiel da nicht gerade wirklich klaut, weil er halt so wirklich
die Kamera drauf zeigt und so, guckt mal, was ich Schlimmes mache. So dieses. Und er hat es ja auch irgendwie eine Minute später dann wieder dahin gelegt. Aber also rein rechtlich könnte man vielleicht sagen, er hat es geklaut für eine Minute. Das war kurzer Diebstahl. So, genau. Und das ist das allererste, was ich höre, wenn ich auf diese Messe komme. Und es hat mir erstmal so einen kleinen Bammer gegeben, weil ich dachte, okay, wegen so einem Scheiß willst du hier keinen Bann einfangen. Das ist ja richtig wack so. Also wenn schon nicht Corona, dann auch keinen Bann einfangen. Ja, und deswegen habe ich mich etwas zurückgehalten bei diesem Video. Es hätte sonst noch etwas abgefuckter werden können. Aber das war das erste halt. Und die Geschichte geht auch gleich noch weiter. Ich weiß gar nicht, ob es da noch relevante Sachen gab. Ich habe dann viele coole Leute getroffen. Die Sarah und hier die Dame, die Spanierin. Ich habe ihren Namen, glaube ich, noch nicht gesagt. Das ist Eleski. Schaut gerne mal vorbei. Die macht ganz schön Pianomusik. Ich komm da rein. Ne? Mhm. Die spielt auf ihrem anderen Keyboard, witzigerweise, was nicht Tastatur heißt, sondern Keyboard. Tastenbrett. Tastenbrett mit Musik rauskommend. Und spielt halt erstmal schön das Theme von Detektiv Conan, was ich ja liebe. Übel geil. Das ist aber das, du meinst wahrscheinlich so eins von diesen deutschen Intro. Eine Frage in meinem Kopf. Ja, aber das wird die wahrscheinlich nicht kennen, das ist ja das deutsche Intro. Dachte, dieses Saxophon-Ding, das ist das internationale. Okay, ja, das kenne ich auch. Gut, und das spielt die, wenn ich reinkomme. Sie ist einfach der perfekte Mensch. Oh, sweet. Ich habe mich echt ein bisschen verguckt in die. Oh. Nee, die ist einfach. Also ich weiß nicht. Fanfiction incoming. Nein, ich verstehe kein Wort, was sie sagt, was weiß ich. Aber Sie, Senor. Das ist ja manchmal bei Leuten, die irgendwie ein Trauma durchgemacht haben oder irgendwie super sad, dass die so ultra krass in die andere Richtung umschiften und so positiv sind. Das ist bei ihr halt einfach so krass. Du kannst wirklich irgendwo skip in den Stream und die ist am Grinsen. Er ist übelst hart. Das finde ich einfach nur sehr beeindruckend. Der Clown aus dem Hospiz, wie Bela gesungen hat. Und Skyline TV hat eben jenes Spiel nicht geklaut, sondern nur so getan. Irgendein anderer Streamer, mit dem ich nichts zu tun habe, der auch schon länger nicht mehr streamt, und der eventuell mit mir assoziiert werden könnte, aber ich war da überhaupt nicht dabei und weiß nicht, was los ist. Und nein, es war auch nicht Imp. Der streamt nämlich noch. Es war so ein anderer Typ. Ich glaube, man kennt ihn als Trolling Singer oder so. Ah ja, verstehe. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber der hat eben jenes Spiel wirklich geklaut. Ja. Und ist dann direkt zur Security und hat gesagt, ey, ich bin hier gerade da gewesen beim Landwirtschaftssimulator. Ich habe dieses Spiel mitgenommen. Was sind denn jetzt die Konsequenzen? Und, was gab es für Konsequenzen? Ja, es gibt vielleicht auch ein Video davon. Eventuell sieht man das auch demnächst bei Imp im YouTube-Video zum Recap der Amsterdam-Tour. Witzig. Ja, also die Security hat gesagt, ja, das ist aber weird, was du hier gerade machst. Du kannst ja auch nicht ein Auto klauen und dann hinterher sagen, ich habe das halt geklaut und. Doch, das nennt sich Geständnis. Ja. Kannst du auch nicht machen, wenn du dein Verbrechen gestehen. Gibt es nicht in Deutschland. Genau, und dann hat die Person nämlich auch dazu gesagt, aber es ist schön, dass du ehrlich bist. Und dann kam der Supervisor an. Ja. Das kenne ich alles nur vom Hören sagen. Ich weiß von nichts. Ich habe damit nichts zu tun. dann kam der Supervisor an. Der ist dann wiederum zum Landwirtschaftssimulator gegangen und kam zurück und hat gesagt, you're actually lucky. They don't want to press charges and you can keep the game. Ach, witzig. Liebe Leute, was lernen wir daraus? Verbrechen werden belohnt. Ja. Immer. Ja, also. Was, ernsthaft? Das ernsthaft. Ist echt krass. Ernsthaft. Also das ist der fucking Stand vom Landwirtschaftssimulator. Das kostet die keinen Euro, so ein Spiel herzustellen. Aber ja. You can keep the game. Ich habe auch von Menschen gehört auf der Buchmesse, die manchmal so einfach so Bücher einfach reinstecken und so tun, als dürften sie es einfach. Und das ist dann der ganze Trick. Nimmst einen Beutel, nimmst ein Buch und machst es ganz offensichtlich und keiner wird was sagen. Ja. Tja. Aber also das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich damit nicht assoziiert werde, weil ich habe damit nichts zu tun und ich hätte es halt gerne irgendwo verwendet. Ja. Aber ich habe damit halt nichts zu tun. Verstehe, ja. Und finde das eine ganz schlimme Aktion. Ja. Und würde das, also natürlich nur, wenn ich das verwende, dann mit kritischem, mit kritischer Aufarbeitung verwenden. Ja. Also wenn ich den Mann treffe, diesen Trolling Singer, da werde ich mir aber ganz schön die Ohren lang ziehen. Ja. Genauso lang, wie seine Finger sind. Ja, so machen wir das. Ja, schlimm.
Und du hast, und ich habe auch in der Story gesehen, dass ihr Tanzverbot getroffen habt. Tanzverbot, Tanzi. Knossi, die ganzen Gestalten waren alle da. Knossi war auf jeden Fall ein intellektueller Austausch. Ich glaube, das lade ich einfach nochmal einzeln hoch, weil, also es war echt weird so, weil ich war ja in Character von meinem First-Person-Video und halt als Suff-Typ da, wollte dann aber von ihm ASMR für das wiederum andere Video. Er hat aber verstanden, dass ich ihm ASMR geben will. Aha. Und hat mich deswegen dann ASMR-mäßig interviewt. ASMR-Sohn. Genau. Und deswegen ist das dann alles irgendwie so ein bisschen weird gelaufen. So auch im Gay-Dating immer so. Ich dachte, du bist der Aktive. Nee. Ja. Ich dachte, du gibst mir. Nee, ich dachte, du gibst mir. Und ja, dann kam es zu den Szenen, zu denen es kam. Also es war trotzdem, die Leute haben gesagt, es war witzig, aber für mich war es halt so, also das Lowste, also nicht das Lowste, aber so das Minimum, was man in der Situation hätte an vielleicht lustiger Sache machen können. Also da wäre schon mehr drin gewesen, aber ich war dann halt in Characters. Also ich finde, es gibt ja diesen einen Shot, wie er mich anguckt und ich die 360-Cam halt sehr nah von seinem Gesicht habe und das ist einfach ein sehr witziges Bild. Und dafür hat es sich gelohnt. Aber man hätte ja schon noch mehr rausholen können. Manchmal sind sie einfach die einfachen Gags, Robin. Das ist doch bei RTL und so, bei Mario Barth. Das die Gags müssten nicht durchdacht sein, einfach nur irgendein Witz und alle lachen. Ja. Ganz einfach. Tanzverbot auf jeden Fall, cooler Typ, war ganz entspannt. Und hat dann seiner Begleitung noch mal in Herr Newstime in Real Life gezeigt. Das fand ich süß. Witzig. Guck mal hier, das ist so witzig. Und ich habe auch gehört von Leuten, die Knossi kennen, dass er eigentlich total cool sein soll als Person. Dass er halt scheiß Content macht, aber er als Mensch ist so richtig, richtig entspannt. Ja, kann ich nicht so. Also er hat jetzt da nicht irgendwie assi gewirkt oder sonst was, aber ja. Ich glaube, sehr viel Antipathie kommt ja auch, weil der in seinen Streams immer so übertrieben rumschreit, Alter, und auf den Tisch kloppt und Alge-Alge. Und obwohl er nicht mal König ist. Ja, ey, was fällt ihm ein? Soll man hier bitte Gesetzgebung beachten? Ja. Ja, und dann gab es noch Gideon, ein sehr großer amerikanischer YouTuber, der irgendwie vor längerer Zeit mal auf Twitch gebannt wurde. Der hat sich da eingeschleust und hat versucht, auf möglichst vielen Bühnen irgendwie aufzutauchen und da irgendwie halt Dinge zu tun. Und auch der wurde dann von der Messe geschmissen. Von derselben Person, die mit dem Trolling Singer, ja, sagen wir es, wie es ist, es war Kalle. Wissen wir doch eh alle. Das habe ich jetzt aber nicht gewusst. Ich bin schockiert. Gut. Ich mache eine Anzeige. Okay, erzähl weiter. Derselbe Supervisor quasi. Ja. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich verfolge den nicht, aber der ist da halt einfach super casual rumgelaufen, weil der halt kein Twitcher ist und weil es in Europa ist. Aber der ist halt wirklich extrem erfolgreich zurzeit. Also wenn so ein Event in Amerika wäre, da wäre jedes Mal eine riesen Menschentraube um den drumherum. Aber der ist ja unfreiwillig kein Twitcher, ne? Genau. Wird ja gebannt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Aber das wurde dann irgendwann, okay, er hat noch nichts hochgeladen, vielleicht kommt er noch was. 5,5 Millionen Follower auf YouTube. Das sind ja alte Grafo-TV-Zahlen. Ja, mindestens. Und jedes Video mindestens 3,5 Millionen Aufrufe. Also der geht gut ab, aber der ist da halt einfach so casual rumgelaufen mit seinen Crocs. Und dann wurde er rausgeschmissen. Also mal gucken, ob der irgendwie noch was hochlädt und ich da so ein bisschen Background zu erfahre. Noch nie gehört, aber ich bin gespannt drauf. Ich habe auch, hab auch dein Video noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe nur gehasselt die letzten Tage. Nur das ist gearbeitet okay, Tino. Und ja, ja. Aber schau es dir an. Und Türen aufgebrochen und es so. Es ist was ganz anderes. Es ist halt nicht super hilariously witzig, aber es ist was Besonderes. Kennst du denn den Originalsong Smack My Bitch Up? Ich glaube nicht, nee. Von The Prodigy. Hatte halt, wie gesagt, so ein skandalöses Musikvideo. Und das war First Person gefilmt und ich habe das auch gemacht. Ach doch, wo am Ende rauskommt, dass es eine Frau war die ganze Zeit. Dass man da erst denkt, das ist irgendwie ein genau. Typ. Ah ja, doch, habe ich gesehen. Ist ein Klassiker. Ja, ich wollte eigentlich auch erst noch einen kleinen Twist einbauen, aber dann hat mir dieser eine Clip am Ende so gut gefallen. Du wirst es ja dann sehen. Da ist nämlich ein Hund. Ja. Anschauen, liebe Leute, anschauen. Auf jeden Fall anschauen, weitersagen, eure Oma schicken und dann bei Patreon vorbeischauen. Ich will auch mal zu Gamescom gehen, aber die ist wahrscheinlich dann jetzt schon ausverkauft, ne? Ich glaube nicht. Also guck mal nach.
Aber ist halt teurer jetzt, ne? 20 Euro, nee, warte mal, 25 für einen Freitag, 20 für einen Samstag, 30 für einen Samstag, glaube ich. Ist Ja, auf ist jeden Fall schon teurer was. geworden. Ist schon was, ja. Aber komm gerne mit, also ich bin am Start. Herr Rodes sowieso. Bei den anderen weiß ich es noch nicht genau. Aber ja, je mehr Leute mitkommen, desto wahrscheinlicher wird es ja auch, dass mehr Leute mitkommen. Das Also stimmt. Imp wusste es jetzt auch noch nicht so ganz. Aber ja. Ja, mal sehen, ich bin auch auf dem Festival irgendwie im August an dem Wochenende. Wenn es da nicht drauf fällt, fahre ich gern mit. Geilo. Mit Das wäre doch 9 mal was. Euro Ticket. Yes. Ein, Ja, aber das war's. wer nicht mehr mitfahren kann, lange ist. Ist mein Großcousin-Onkel, der ist nämlich gestorben. Oh, mein Ich Beileid. weiß nicht, was es ist. Er ist die, der Cousin von meiner Oma, die eigentlich meine Tante ist. Was ist das? Ein Stammbaumkreislauf. Ja, und wer kann noch nicht mitfahren? Erst einmal Beileid und Ja. was wollte ich jetzt sagen? Also, er wird wohl auch den Song Laila nie mehr hören können, leider. Laila war der große Skandal der vorletzten Woche, glaube ich, oder letzten Woche. Es ging Ja. so einander über. Ein Ballermannsschlager, der angeblich verboten worden ist Ja, von aber irgendwelchen. wer ist jetzt gestorben? Nee, wegen Ach, der hier. Song. Genau. Ach so, okay. Weil nicht mehr gehört werden kann. Auch Ja, von das. deinem toten Stiefonkel-Papa-Sohn. Dieser Song ist der gelebte Streisand-Effekt. Der wurde so viel beliebter dadurch, dass es hieß, der soll verboten werden. Naja, also verboten hat ihn ja keiner. Und die Bild hat Ja. ganz groß geschrieben: Oh, Verbot für Laila, Zensur. Stimmt nicht. Es gab irgendwie ein Stadtfest, die gesagt haben: Die Betreiber, wir spielen hier nicht, weil das sexistisch ist. Und daraus wurde halt eine riesige Mediengeschichte gemacht. Ja. Und er wurde gesungen von Schürze, Sänger Schürze. Hä? Nee, hieß noch anders. Ja, sind irgendwie, keine Ahnung. Also Ballermann-Typen jedenfalls. DJ Robin hat da mitgemacht, genau. Bin Also du, ich. guck mal Ja. da. Also musst dich nicht so unschuldig tun, du hast den Song auch noch produziert. Also ich finde auch, also da gibt es sehr viel schlimmere Songs als diesen. Ja, also im Refrain geht's, ich habe auch noch gar nicht gehört, aber der Refrain geht: Ich habe einen Puff mit meiner Puffmama. Nee, ich habe einen Puff und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. Die schöne Laila, die geile Laila, das Luder Laila, unsere Laila. Ganz, ganz So, schlimm. es ist Also, halt ich habe erstmal. noch nie so einen frauenfeindlichen Text gehört. Wir halten fest, er ist primitiv. Ja, erstmal ist er einfach Das geschrieben. überrascht mich bei einem Überrascht mich auch Malle-Hit. nicht. Zweitens ist er halt ein Malle-Hit, aber einer von vielen. Ich finde diesen Song auch einfach schlimm und ich würde ihn mir auch nicht anhören Findest und den finde ihn einfach dumm. schlimm? Also, Tino, jetzt lass aber mal eine Nein, Grundsatzdiskussion führen. es ist voll. Ich finde es ja. Ich finde leider nicht schlimmer als andere Ballermann-Songs. Ich Okay. toleriere das ja irgendwie und denke mir, okay, wenn die von 10 nackten Friseusen singen und Ja, schöne. aber pass mal auf, perfektes Beispiel. Friseusen haben nicht nackt zu sein, ja? Ja. Aber eine Frau, die im, eine ehrbare Sexworkerin, die Genau. im Bordell angestellt ist, Ja. die obendrein auch noch gut aussieht, die, also das ist ja, welche Frau, wenn nicht sie, sollte eventuell sich darüber freuen, dass sie gut aussieht, denn sie verdient damit ihr Geld. Natürlich. Wenn man aber sagt, da ist eine nackte Friseuse, Buki Buki Bumsi Bumsi, dann ist das ein bisschen schwieriger, Aber um finde ich. den Song an sich geht es für mich gar nicht. Ich finde Okay. diese Textzeilen nicht wirklich schlimm. Ich als Cis-Mann, ja. Ich weiß nicht, wie sich Sexworkerinnen fühlen, aber ich als jemand, der Ballermann-Schlager nicht hört und Mann ist, ich finde den Song jetzt nicht schlimm. Ich finde ihn einfach scheiße und dumm so. Aber ich finde halt grundsätzlich diese Idee davon, dass Ballermann-Schlager immer irgendwie sich um sexy Frauen drehen müssen, das finde ich halt irgendwie problematisch. Weißt du? Es ist doch immer das Gleiche. Okay, es gibt auch manchmal hier hustende Regenwürmer und so. Saufen, morgens, mittags, abends, ich will Auch saufen, das. keine Erwähnung von Frauen. Ja, auch das, wollte gerade sagen, das ist primitiv, aber da muss ich sagen, okay, er singt halt über dein Alkoholproblem, ist mir Ja, egal, weißt das ist du? halt der Lifestyle. Oder hustende Regenwürmer, so, das können sie ja alles machen und hier Ja. Schnappi und so, ist mir alles egal. Aber das finde ich halt einfach, würde ich halt nicht schreiben, so einen Song. Ich selber nicht. Aber grundsätzlich sind wir uns schon einig, dass es problematischer ist, wenn man sagen würde, ey, meine Grundschullehrerin nimmt Schwanz bis zu den Eiern, als wenn man das über eine Prostituierte sagt. Bestimmt, also über eine Oder? Sexworkerin, na klar, Also da. vielleicht sehe ich das auch komplett falsch. Ja, ich kenne aber auch die Strophen nicht. Ich weiß auch nicht, ob die noch in den Strophen irgendwas Schlimmes singen, aber der Refrain wird hier in Es dem ist Artikel genannt. relativ simpel. Also du hast, glaube ich, so gut wie alles. Und ich sehe es eben auch so, dass der Text nicht schlimmer ist als andere Ballermann-Lieder. Und ich weiß nicht, warum man da jetzt so ein Fass aufmacht.
Also echt nur, weil ein Straßen- oder ein Stadtfest gesagt hat, wir spielen den Song halt nicht. Ja. Und alle gleich Zensur und hä. Dann ja. Müsst ihr alles verbieten, also. Guter PR-Move. Aber eben auch so, die haben auch dann so verglichen mit, jetzt kann ich Falco wieder reinbringen, haben sie halt Genie auch mit reingebracht in die Diskussion. Es war auch ein Song, wo es dann um Mädchen ging. Aber da muss ich aber Mädchen sagen, finde ich, über die darf man keine Songs schreiben. Da muss ich aber sagen, der Falco-Song Genie, der dreht sich auch nochmal um Sozialkritik, Gewalt an jungen Mädchen und Entführungsgeschichten, die ja damals recht häufig aufgetreten sind. Es war ja kurz nachdem die Tochter von diesem Moderator entführt worden ist und so. Es war nochmal eine Kritik irgendwie, aber dieses Laila ist halt nochmal so ein Song, das ist einfach lustig gemeint. Würde ich jetzt nicht vergleichen miteinander, ehrlich gesagt. Aber ich sage, der Song, ich finde ihn jetzt auch nicht schlimm. Wäre halt auch so ein Ding, weißt du? Ey, Genie, jünger, straffer, geiler. Ist egal, wäre halt genauso. Wäre halt schlimmer als das. Deswegen. Ist ja egal, wie sie heißt. Ja, ich meine nur, wenn Falco das gesungen hätte, so. Er hat aber nicht gemacht. Über irgend so eine entführte... ich kann es verstehen, jetzt auch mitgenommen. Nein, ich meine nur, dass ich es, also... Es gab so viele Songs in den letzten Jahren. Ich verstehe einfach nicht, warum jetzt... Also klar, es gab kein Verbot oder so, aber warum entscheidet sich dieses Festival oder Straßenfest oder was auch immer, ausgerechnet bei dem Song ihn nicht zu spielen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, weil er gerade Nummer 1 ist, weil er gerade erfolgreich ist. Vielleicht war es auch für dieses Fest einfach ein bisschen Promo. Kommen die ganzen Leute, die sagen, ey, wir müssen jetzt alles abschaffen, wie irgendwie, hab ich einen schönen Tweet gesehen, eine tatsächliche Lisa und Bumble, ja, hast die Werbung vielleicht schon mal gehört, mein Name ist Lisa, find me on Bumble, und die hat einen Typen, der auch einen blauen Haken hat, also scheint jemand Wichtiges zu sein. Irgendwie Shahuk Shapiro oder sowas. Shahuk Shapira. Vielleicht ist es auch so ein Rechter wie Ben Shapiro, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wer das ist. Auf jeden Fall hat diese Lisa von Bumble gesagt, er solle doch bitte seine oben ohne Fotos von Bumble entfernen. Das ist da nicht erlaubt und er soll sein Privileg checken. Also da hieß es dann quasi auch, ey, wir Frauen dürfen hier keine Boobs zeigen, also mach du Mann das auch nicht. Ja. Statt, hey, vielleicht wäre es ja geiler, wenn wir Frauen hier Boobs zeigen könnten. Also heute zur Toleranzmusik im Vortrefflich. Wo werden Boobs gezeigt? Da wurde nämlich gefragt oder sich überlegt, weil jetzt mal auch vor allem männliche Personen ihre Shirts ausgezogen haben und das für viele Frauen unangenehm war. Nicht nur, weil sie es nicht dürfen, sondern auch, weil es so eine testosterongesteuerte Geschichte wird. Hat man sich überlegt, dass es einfach keiner es mehr macht, außer... Oh, mein Hals, ey. Außer, man klebt sich die Nippel so ein bisschen zu. Ach du Scheiße, Alter, das ist ja noch dümmer jetzt. Da dürfen aber auch Frauen das machen, also Menschen mit Brüsten. Alter, nee, oh, Tino, ey, es sind irgendwie, vor 3 Tagen sind 40 Grad gewesen. Ja. Und dann kommt ihr daher mit Ideen, wie wär's denn, wenn wir unsere Klamotten einfach zwingend anlassen müssen? Ist doch dumm. Nee, nicht, sie können ja ihre Nippel abkleben. Das ist dumm. Oder eben alle dürfen das. Ja, eben, also, auch meine wer, ganz ehrlich, wer beschwert sich, wenn da Frauenbrüste zu sehen sind? Polizei und Ordnungsamt. Ach, die sollen ihren scheiß Schädel zumachen. Ja, aber sie machen das. Also du wirst als Frau wirst du hops genommen, wenn du das machst. Ja, aber doch nicht auf so einem Privatgrundstück. Naja, privat nicht ganz, aber... Es ist ein öffentliches Festival. Das ist schon was Öffentliches. Auch von einem Jugendzentrum. Ne, vortrefflich ist ja auch ein Jugendzentrum. Ja, aber auch Jugend hat Brüste. Dachte sich auch damals laut Abaddon. Ja. Nein, aber... Also ja, okay, ist vielleicht nicht der perfekte... Ansatzpunkt, um das durchzubringen. Aber zum Glück gibt es diesen perfekten Ansatzpunkt schon, nämlich Freibäder in Freiburg. Richtig. Ich muss jetzt mal nachschauen, das war Freiburg, ne? Ja. Die erlauben ihren Damen ich glaube, 3 Freibäder und 2 Hallen oder so, oben ohne zu schwimmen. Ist doch voll okay so. Nee, das ist nicht nur okay, es ist der absolut beste Ansatz, den du machen kannst. Ja. So. Sehe ich genauso. Und nicht hier irgendwie, ja, Männernippel abkleben, so eine Scheiße, Alter. Naja, aber... Wenn du in der Rolle eines Festivals bist, die das nicht entscheiden dürfen, die dann die Bullen im Nacken haben und sagen, das dürft ihr aber nicht erlauben, dass Frauen das machen, dann musst du dir was einfallen lassen. Dann sagst du lieber Solidarität zu den Schwächeren, die es halt nicht dürfen, sagst du halt, dann machen es halt die anderen auch nicht und wir machen ein gleiches Recht für alle, Nippel zu kleben. Nee. Finde ich voll gerechtfertigt. Bis zu dem Schritt, hätte viel mehr Strahlwirkung, wenn man sagt, fickt euch alle, wir sind jetzt hier einfach alle nackt. Dann lösen die Veranstaltung auf und hat auch keiner was davon. Naja, ist aber... Also, ist ein Statement, das stimmt. Ein Statement. Das würde was bewegen.
Aber wenn da irgendwie so ein paar Idioten mit abgeklebten Männernippeln rumhopsen, das bewegt nichts. Aber bis zu dem Moment, wo es alle dürfen, finde ich diese Entscheidung gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich meine, alle sind frei zu tun, was sie wollen, aber es ist einfach nur schwachsinnig. Ich finde es auf Twitch schon schwachsinnig, wobei das auch so nicht ganz klar ist. Ne, was ist jetzt Kontextnippel? Also wenn ich in meinem Zimmer sitze, weil irgendwie wieder 30 Grad in der Bude sind und kein Shirt anhabe, sollte das eigentlich in Ordnung sein. Aber ist halt auch nicht so ganz klar irgendwie immer. Das ist überhaupt diese Obsession mit fucking Nippeln, Alter. Ich weiß auch nicht. Ich bin halt generell nicht so der Brustmensch. Ich finde auch diese übertriebenen Mega-Ocken, die ja von allen gehypt werden, einfach nicht so ansprechend. Ja, also ich finde Brüste schon spannend. Ich bin ein Brustmensch. Und mir ist es halt egal. Also ich präferiere auch eher so das Mittelmaß. Ich hatte aber auch schon Personen mit kleinen Brüsten, mit großen Brüsten. Und ich fand das alles nicht schlecht oder schlimm. Es hat alles seinen Reiz irgendwie. Aber ich glaube halt, dass dieser Hype um so Riesenbrüste ungerechtfertigt ist. Weil auch kleine Brüste können sich halt schön anfühlen und sexy sein. Aber die kann man halt nicht über die Schulter werfen. Das ist unpraktisch, und das stimmt. Und hinten runterhängen lassen. Ja, also macht gerne, was ihr wollt, aber ich finde das irgendwie... Hey, yo, lass mal nicht die Sklaven befreien, lass uns auch mal irgendwo anketten. Ja, das ist einfach dumm. Ja, kann man so runterbrechen, vielleicht. Aber meine Frage war ja auch, was Laila angeht, diesen Schlagersong, wo ist da die Abgrenzung zu Rammstein, Dicke Titten zum Beispiel, oder zu KIZ, zu all ihren Songs, da geht es ja immer um sexistische Themen. Und da, lieber Tino, kommt nämlich zum Tragen dein Bias, dass du sagst, oh, diese böse, böse, primitive Ballermann-Musik, und dann aber, oh, diese super intellektuelle Rammstein-Musik, sehr kultiviert, Dicke Titten. Ja, weil das ist dein Bias. Weil, nee, es ist kein Bias. Es ist objektiv gesprochen einfach so, dass Herr Rammstein nochmal einen anderen Background hat und diesen Song nicht singt wegen, Titten sind geil, singt mal. Aber vielleicht singen die das nicht wegen Titten sind geil. Vielleicht, du hast ihn ja noch nicht gehört, vielleicht steckt da auch Gesellschaftskritik drin. Nee, da steckt da so ein Schalalalala drin, dass du halt bis auf noch so Sachen krölen kannst, wenn so Männer mit Halbsteifen auf Ballermann da gerne mitsingen. Ja, Laila ist geil, das ist auch eine Laila. Was hast du denn gegen Männer mit Halbsteifen jetzt? Nichts, aber die stehen dann halt da rum beim Ballermann. Ich kenne doch die ganzen Videos. Was fällt denn einem da rumzustehen? Eine Pimmel, ja. Nee, aber ich meine, das ist doch alles sehr Testosteron aufgeladen und so. Und was hast du denn jetzt gegen Testosteron? Alles. Ich habe nichts dagegen. Sag doch nur, das ist die ganze Stimmung bei Ballermann, ist halt so sexuell aufgeladen einfach und so Testosteron gesteuert und Schwanz gesteuert vor allem. Ich meine, wie viele Übergriffe es auch gegen Frauen dort gibt. Ey, ich war auf Gangbang-Partys. War richtig unangenehm, wie da einfach alles so sexuell geladen ist. Da ist Konsens, da ist ein Konsens. Da wollen ja alle sexuell aufgeladen sein. Beim Ballermann ist auch Konsens. Es heißt zwar Ballermann, wo geballert wird. Ja, eben. Aber es sind ja auch einfach Frauen. Wir sind im Bierkönig, aber hier wird kein Bier getrunken. Wir sind hier alle nüchtern. Doch, Bier trinken ist okay, aber nicht Frauen ankrapschen gegen ihren Willen. Nee, oder das sagt ja keiner. Nee, das sage ich ja die ganze Zeit. Ja, das aber auch auf dem Gangbang wird eine Frau nicht gegen ihren Willen angekrapscht. Eben. Das wird ja da auch vorher geklärt. Eben. Naja. Beim Gangbang schon, aber nicht auf Ballermann. Ja, aber warum wird es beim Gangbang geklärt, aber auf Ballermann halt nicht? Klar gibt's das. Das ist doch die große Frage. Natürlich, nein. Ist bei Ballermann Tino, nicht. Tino, ich lass nichts auf meinen Ballermann kommen. Ich trinke nicht mal Alkohol. Aber ich auch nicht. nein, also ich sage ja nur weil da ein Gangbang ist, wird ja trotzdem abgeklärt, ist es gerade okay, wenn ich dir hier irgendwo eine Faust reinschiebe? Genau. Ja, so? Ja. Und das passiert ja beim Ballermann auch. Aha. In beiden Fällen. Wo denn? Das habe ich noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Wie oft warst du beim Ballermann? In beiden Fällen passiert es natürlich, dass Leute da rücksichtslos sind. Auf Gangbang-Party. Aber es ist doch nicht, also Ballermann ist doch keine Massenvergewaltigung, jetzt übertreibt man. Das jetzt auch nicht. Ich will jetzt ja auch nicht wie die AfD rüberkommst. Ich sage ja nur, dass bei so Sexpartys hast du einen Konsens. Alle gehen dahin, um zu pimpern, ja? Nee, das ist wie, ich gehe nur auf Tinder, um Leute kennenzulernen. Machen ja Leute. Das ja, ist nee, guck mal, hör mal zu. Auf Gangbang-Partys gehst du ja hin, um zu vögeln. Das ist klar, okay. Mhm. Da passiert das und alle haben so einen gewissen Konsens und fragen aber auch trotzdem irgendwie eher nach. Aber die Grundstimmung ist, wir vögeln heute. Mhm. So. Wenn du es möchtest, kannst du immer noch dort vor Ort natürlich Nein sagen. Das klingt beim eins wie Ballermann. Das ist wir vögeln heute, wenn du es möchtest. Das ist das Traurige. Beim Ballermann ist aber so, wir gehen erstmal zum Feiern hin, zum Alkohol trinken, zum Tanzen, Musik hören und so weiter. Und auch zum Flirten bestimmt. Aber
Da ist der Grundkonsens ein ganz anderer. Da gibt es halt einfach Frauen, die wollen nicht angekrapscht werden, die wollen gar nicht abgestellt werden. Das ist völlig werden. In Ordnung und die haben auch nicht angekrapscht zu genau, werden. Genau, eben. Aber da passiert es eben häufiger, dass da Konsens oder Grenzen überschritten werden als auf Gangbang-Partys. Das ist die These, die ich aufstelle. Natürlich. Okay. Das liegt eben daran, dass sich halt da Männer halt volllaufen lassen auf dem Ballermann und dann noch Laila. Auf den Gangbang-Partys werden die Frauen volllaufen lassen. Und dann auch Laila gespielt wird, ja, geiler und so. Und dann kriegen die halt einen Halbsteifen von irgendeiner halbnackten Frau dort und dann kann es eben passieren, dass man da auch mal übergriffig wird. Das passiert auf dem Ballermann. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht passiert ist. Ich sag, das passiert bei beidem und bei beiden passiert es auch nicht. Bestimmt, aber ich glaube, dass da nochmal das Verhältnis ein anderes, die Gewichtung ein anderes ist und auch der Grundkonsens ein anderer ist. Ja. Wahrscheinlich ist es auch einfach dann, also man hört das von den Gangbang-Partys seltener, weil die halt nicht so medial aufgearbeitet werden und weil vielleicht nicht allzu viele kommen oder ernst genommen werden vielleicht auch. Ja, vielleicht sind Gangbang-Partys eigentlich das wahre Problem. Klar, ja, sicher. Weil wenn man da von einer Gangbang-Party kommt und sagt, ey Leute, ich wurde da gebumst und ich wollte das gar nicht, vielleicht nimmt man das nicht so ernst. Weißt du? Ja, doch, schon. Also ich kenne auch Menschen, die auf Fetischpartys auch übergriffig behandelt worden sind. Das gibt's natürlich immer auch. Hm. Da kann man eben sagen, klar war ich zum Vögeln dort, aber nicht mit dem Typen. Den wollte ich halt nicht haben. Klar. Hm. Also Leute, bitte nur mit Consenting Adults Unfug treiben. Ja. Ja. Punkt. So. Was haben wir denn hier eigentlich noch für Themen? Jetzt haben wir aber lange über eigentlich gar nicht so viel Laila geredet. Wir müssen ganz kurz beim Schlager bleiben. Und zwar Jürgen Drews hat sein Karriereende angekündigt. Oh nein. Für mich war Jürgen Drews immer so ein Feini im Schlager, weil der hat nie Steuern hinterzogen, hatte keine irgendwie handfesten Skandale, er war immer so ein netter Onkel, der hat scheiß Musik gemacht, aber konnte wenigstens gut singen und hatte eine gewisse Sympathie in Interviews und so weiter. Mhm. Und der macht jetzt hier Schluss mit wie vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wer der jetzt ist, Jürgen Drews. Stimmt's? Oh, ist er das, der Jürgen? Im Fernsehgarten. Ja, nee, genau, jedenfalls macht er jetzt Feierabend und rest in peace, sag ich mal, Jürgen Drews. Jetzt kannst du dich ausruhen in Stücken. Ja. In deiner Rente. Vielleicht sagen wir auch bald rest in peace Joe Biden, denn der ist endlich mal Corona-positiv getestet worden. Ja. Oder ich bin da Fake News auferlegen. Ich habe es nicht schon mal nachgegoogelt. Hoffentlich wird er jetzt so, aber oder? Auch mit einem Militärflugzeug da irgendwie in so ein Krankenhaus geflogen, was nur ihm alleine gehört und ja. Alles an ihm ausprobieren. Ich hoffe, er kriegt Desinfektionsmittel ganz schnell reingespritzt, ja. Damit er ganz gesund wird. Der Joe ist ja auch schon relativ alt, also ich hoffe, dass da der Verlauf relativ milde verläuft. Aber er ist auch geimpft. US-Präsident Joe Biden hat Covid und mehrere Risikofaktoren. Oh, oh. Dö. Er wäre ja nicht. Aber wenn er jetzt abnippeln würde, dann würde ja diese Harris ihn. Ja, dann wäre sie die erste weibliche Präsidentin und das nur durch das Ableben. Eines alten weißen Mannes. Guck, das ist doch sinnbildlich, oder? Aber war sie nicht schon mal ganz kurz Präsidentin, als Joe Biden eine OP hatte? Ach so, ja, stimmt. Aber ja, vorübergehend irgendwie für 2 Tage, weil der halt bewusstlos war. Ja, also wir drücken die Daumen. Ich muss nicht unbedingt haben, dass der stirbt, aber der kann ruhig mal durch jemanden ersetzt werden, der nicht Ron DeSantis oder Trump oder irgendein Spacko ist oder... ja, ich meine, wer, Kamala Harris, who the fuck are you, ey? Wer hast du ein was von der gehört, seit die irgendwie, nee. Was, also, egal. Aber wer auch ersetzt worden ist Dieter Bohlen bei DSDS. Ist der nicht wieder zurück? Das ist jetzt die News, die du mir gerade vorweggenommen hast. Oh, sorry. Das ist voll okay. Weil meine Mutter hat mir das gesagt und die haben den Bohlen wieder reingeholt. Ja, der war jetzt so wie 20 Jahre lang fast bei DSDS hier Chefjuror. Wurde dann ersetzt durch Silbereisen und irgendwelche anderen Schnarchnasen, die keiner kennt. Mhm. Ich habe es eh nicht mehr geschaut seit 15 Jahren. Ich habe die ersten 3 Staffeln, glaube ich, noch geschaut, als Sepp als Kind. Und jetzt haben sie erst das DSDS ausverkündet, dass sie noch 1 Staffel machen wollen. Und für die letzte Staffel holen sie nochmal Dieter Bohlen zurück, als Abschluss sozusagen. Geil. Wie finden wir das, dass Bohlen zurückkehrt? Ja, also seit ich seine Instagram-Videos gesehen habe, finde ich ihn super weird. Mhm. Aber mir ist es auch weitestgehend egal einfach. Er ist ja auch schon relativ alt, ne? Ja, aber je älter er wird, desto jünger sieht er aus. Wunder der Technik. Das stimmt. Komisch. Pop-Titan halt, ne? Mhm. Also ich werde es eh nicht schauen, aber ich bin, also man kann sich so eine Medienlandschaft gar nicht ohne DSDS vorstellen. Also ich habe es eh nicht mehr geschaut, aber irgendwie lief es immer nebenher. Und immer gab es so eine Single in den Charts von den aktuellen Gewinnern. Und das ist jetzt ein bisschen vorbei. Abgefahren. Schade. Sehr schade. Wenigstens hat meine Mutter was zu gucken. Ja, nicht mehr dann. Was macht's denn danach?
Dann ist Feierabend. Ich hoffe, Supertalent gibt es dann noch. Das wurde wohl auf Eis gelegt, ne, mit Oh, ihm jetzt. shit. Naja, gut. Ein Streamer wäre fast auf Eis gelegt worden. Er hat nämlich Stray gespielt, ein neu veröffentlichtes Videospiel, was gerade in aller Munde ist und in aller Laufwerke. Wahrscheinlich eher nicht. Wir sind digitales Zeitalter, halt's Maul. Der hat Stray gespielt, da spielst du eine Katze und ist mit dieser Katze in-game über eine Tastatur gelaufen während seines Streams und es hat Fag buchstabiert. Oh. Das war so ein bisschen der Fail der Woche im Stream. Ist ganz Und wie witzig. lange ist er jetzt gebannt? Gar Oder? nicht. Ah, gar nicht, okay. Aber also, das wär ja ridiculous, wenn er dafür gebannt wird, weil das ist wirklich Zufall. Aber ist Twitch nicht auch ein bisschen ridiculous? Manchmal schon, ja. Aber nein, natürlich nicht. Twitch ist super. Ach so, habe ich vergessen. Ja. Aber was ein bisschen ein kleiner, größerer Fail war, war diese ganze Geschichte, die von Die Anstalt aufgedeckt wurde. Hast du es Tolle mitbekommen? Show. Ich habe es am Rande gelesen, aber ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Also, ich habe extra mehrere Notizen gemacht. Die Anstalt vom ZDF hat zum Thema gemacht, dass der Chef von Porsche, Oliver Ach, Blume, stimmt. Ja, ich habe keine Ahnung. regelmäßigen und regen Austausch mit Christian Lindner hatte. Da ging es dann um die Koalitionsverhandlungen und das unbedingt, also es hieß so, der hat halt, warte, das war Der Finanzminister, frisch verheiratet. vielen Dank, am 26. Juni, glaube ich, am 29. Wo habe ich ihn stehen? Also der hat auf so einem Event gesprochen, am 29. Juni Belege für diese Aussage, die diese Aussage verifizieren, liegen der Redaktion von ZDF vor. Und der hat auf diesem Event damit geprahlt, dass er so stündlich Updates von Christian Lindner bekommen hat, so Phone Buddies mäßig. Und das ist eine ganz normale, gesunde Sache, wenn da hier einfach so ein CEO daherkommt und halt so Best Buddy macht. Und da ging es darum, dass die Verbrenner weiter erlaubt sein sollen, mit der Hoffnung auf die Nutzung von E-Fuel in der Zukunft. E-Fuel ist aber nicht gerade unumstritten an sich eine okaye Sache, weil man nimmt CO2 aus der Atmosphäre raus und macht da Brennstoff draus. Und dann wird aber dieselbe Menge CO2 wieder zurückgegeben. Und das macht es quasi klimaneutral, aber also ist auch so ein bisschen gehüpft wie Also, ja, gesprungen. also Milchmädchenrechnung, wie man So ein so schön bisschen, sagt. also das CO2 rausnehmen und es einfach draußen lassen, wäre halt besser. Aber das ist halt so quasi die, sagen wir mal, vorgespielte Hoffnung, dass das halt in Zukunft eher massentauglich wird. Wäre natürlich besser als herkömmliche Treibstoffe, ja, Verbrenner. Aber das Ding ist, dass es halt sehr ineffizient ist. Also die Herstellung davon ist wohl so ineffizient, dass man von der Energie, die dafür gebraucht wird, auch einfach direkt ein E-Auto laden könnte und sehr viel mehr an Kilometern fahren könnte. So hochgerechnet. So, und deswegen ist es eigentlich nicht so wirklich Treibstoff der Zukunft. Aber wo ist da der Vorteil dran? Naja, dass es besser ist als normales Benzin. Ach so. Das schon mal, ja. Oder geht es dann auch so ein bisschen um die Aber. Verarbeitungstechnik? Weil ich habe ja auch mehrfach schon gehört und gelesen, dass bei E-Autos auch die Herstellung furchtbar emissions lastig ist und auch die Entsorgung dann der Batterien, vielleicht ist das dann so ein bisschen Ja, so ein das ist auch Punkt. schwierig, aber das, also es geht ja dabei gar nicht um E-Autos, sondern um herkömmliche Autos, die aber mit einem alternativen Treibstoff fahren. Ja, aber keine Ahnung, es ist halt auch, wie gesagt, ein bisschen dumm. Wenn man schon was aus CO2 verwendet, dann kann man es ja auch einfach mal zum Pluto schießen oder so, statt wieder zu verbraten. Stimmt. Und ja, also es geht in erster Logisch. Linie natürlich darum, dass da irgendwie Christian Lindner, der bekennender Porsche-Fan ist, natürlich, aber dass der halt so cool Kontakt hat, yo, was soll ich, ah, okay, Porsche würde es gut finden, wenn Verbrennermotor weiter cool ist, okay, aha, E-Fuel, So, das ist halt irgendwie nicht so die feine englische Art. Und deswegen gibt es da gerade viel Kritik. Es wurde von Volkswagen, was ja oben drüber steht über Porsche, dementiert. Und Christian Lindner hat, glaube ich, oder Team Lindner hat auch irgendeinen Tweet dazu abgeschickt. Aber es gibt halt diese Belege, also wird sich zeigen, ob die irgendwie jetzt mal veröffentlicht werden und so. Und das ist natürlich krass. Also gerade so ein Ja. Bundesfinanzminister, ne,
Der ist ja auch sehr in der Beobachtung, wenn jetzt rauskommt, dass er mit irgendwelchen privaten CEOs da kooperiert und da Versprechungen macht. Das ist ganz normales, ganz gesundes Demokratieverhalten. Er hat ja für das Volkswagen gehandelt. Eben, im Namen des Volkswagen. Ich dachte, im Namen des Volkswagen, nicht im Namen des Volkes. Ja, keine Ahnung, muss man jemandem erklären. Ja. Also überrascht natürlich überhaupt nicht, ne, dass dann so Lobbyisten da ihr Werk tun und auch jemanden ins Amt auch hochhieven. Also es gibt ja auch ganz viele Firmen und so, die Parteien spenden ohne Ende da rauskloppen. Ja. Und gerade die FDP, CDU, die profitieren ja wahnsinnig von irgendwelchen privaten Großinvestoren. Ja. Ich frage mich halt auch, ob das der freie Markt ist, wenn der Porsche-Mensch lustige Telefonate hat alle Stunde. Der Markt regelt aber manchmal auch sich selbst, weißt du, und ruft halt dann beim Minister an und sagt dann, wie es laufen soll. Naja, wenn wir aber auch gerade bei diesem tollen Thema sind, kann ich ja mal reinballern, dass irgendwie, ich habe es glaube ich gar nicht aufgeschrieben, oder? Also es ist natürlich Sommer, da ist das normal, aber trotzdem Grönland, Eisschmelze ist größer, als sie sein sollte. Hm. 6 Milliarden Tonnen am Tag. Das sind ungefähr 3,8 Millimeter, vorstellen, wenn dieser Reddit-Nutzer sich da nicht verrechnet hat. Mhm. Aber also 6 Milliarden Tonnen Eis am Tag, die wegschmelzen, das ist eine Menge. Ja. Wie gesagt, im Sommer ist es normal, dass da was schmilzt, aber nicht in diesem Rahmen. Und interessant wird's, weil wir haben ja Angst vor Hitzewelle, da hatten wir auch Rekorde diese Woche. Das war hart, ne? Ja. Wir hatten das allererste Mal 40 Grad in England überhaupt, seit Messung von Temperatur. Das ist insane. Seit und Celsius. Auch in Deutschland war es ja fucking hot. 38, 39, 2 Tage in Folge. Also hier in meinem Zimmer war ein ganz großer Spaß. Und die Rettung kommt, denn wenn das Wasser, das Süßwasser schmilzt von Grönland und alles da reingetrieben wird, dann wird noch weiter der Golfstrom entstabilisiert. Und dann wird es hier nämlich ganz kalt. Ja, da Gott freuen sei wir Dank. Uns doch. Ja, so schön. Weil Europa ist ja auf derselben Höhe wie Kanada. Und ich glaube, Barcelona ist zum Beispiel auf der Höhe von Chicago oder sowas. Das unterschätzt man. Aber weil wir hier den Golfstrom haben, der uns schön warm hält. Und wenn der aber sich zerwurstelt, weil das ganze Süßwasser den destabilisiert, dann wird es ja ganz schnell ungemütlich. Das regelt sich doch. Wenn es heißer wird und das Wasser kälter, ist doch alles wieder ausgeglichen, ja. Oder? Super geil. Super. Ja, also Grönland schmilzt und auch der UN-Chief Antonio Guterres hat jetzt gesagt, dass wir einen kollektiven Suizid ansteuern. Wobei ich immer noch eher beim Narrativ von Mord bin, weil fahrlässige Tötung vielleicht. Fahrlässige Tötung, ja. Mhm. Wir hatten da auch in der Oase so einen kleinen Disput. Also klar bin ich pro, jeder sollte was beitragen. Mhm. Aber wenn man sich zu sehr darauf verlässt, ich finde es einfach nicht so geil vom Narrativ her, dass man sagt, ja, du als Individuum, also du hier, du Hans Müller, du musst jetzt, also klar, ja, ich streite das nicht ab, dass das so ist, dass jeder halt seinen Teil beiträgt, aber es lenkt halt meiner Meinung nach ein bisschen davon ab, dass wir vielleicht doch eher mit Fackeln und Mistgabeln vor irgendwelchen Häusern stehen müssten von Leuten, die etwas mangelhafte Moral haben. Ist doch ein bisschen radikal, findest du nicht? Das ist sehr radikal, mit, ja. Mit Fackeln und so. Ja, das ist... Finde ich gar nicht gut. Ein Stück weit auch übertrieben oder halt figurativ ausgedrückt, aber es sind halt Leute, also, weißt du, man kann jetzt natürlich sagen, ey, wir müssen jetzt alle Druck machen darauf, dass irgendwie... Nehmen wir das Beispiel von Amerika, weißt du? Da alle machen jetzt Hungerstreik oder sowas. Klar, General Strike würde funktionieren, um was zu bewegen. Wir sagen jetzt, ey, wir machen jetzt 7 Tage, 14 Tage arbeiten wir alle nicht. Es würde komplett kollabieren und damit würde man was bewegen. Aber realistisch wird das halt leider nicht passieren. Außer die Leute spüren es übelst hart. Wenn du da so einen Trump im Amt hast, könntest du natürlich sagen, oder nehmen wir jetzt mal an, Trump hätte die Macht wirklich an sich gegriffen bei diesem Januar-Ding, ja, 6. Januar, dann hätte es natürlich sein können, dass dann Leute sagen, ey, wir machen jetzt General Strike, bis du dich ja aus dem Amt verpisst. Aber stattdessen könnte halt theoretisch auch einfach dieser Trump sagen, okay, ich bin halt mal nicht so ein Bastard. Das meine ich halt so. Und dieses Narrativ von, ihr alle müsst jetzt, das ist richtig, aber da ist halt trotzdem eine Person, eine einzige Person. Alles blockiert im Endeffekt. Ne? Ja, und das ist halt
schwierig, weil dieses Narrativ sich davon ein bisschen wegbewegt, dass da ein Bastard ist, der gerade Scheiße macht. Mhm. So. Ja, und doch, das jeder sollte schon seinen Beitrag machen, auf jeden Fall. Ich finde es auch wichtig, dass man selber ein bisschen guckt nach weniger Fleisch, weniger Plastik und so. Aber ich denke eben auch, dass die Industrien was machen müssen, dass man halt ganz groß handeln muss. Weil selbst wenn alle Verbraucher und Verbraucherinnen auf Fleisch verzichten würden und Plastik verzichten würden, selbst dann würde man ja echt nur wenige Prozentpunkte irgendwie erreichen. Eigentlich muss man das ganz anders regulieren und zwar in einem ganz großen Stil. Ja. Oder auch mehr als Deutschland, mehr als Europa. Eigentlich muss es weltweit passieren. Es ist ja richtig, also was Herr Rodes sagt zum Beispiel, ist ja auch klar, wenn wir jetzt alle in uns kollektiv entscheiden würden, gar kein Nestlé mehr zu kaufen. Ja? Mhm. Das wäre nicht gut für die. Mhm. Aber was wäre zum Beispiel auch, wenn die dann sich denken, okay, scheiße, die Leute boykottieren uns. Naja gut, dann werfen halt noch irgendwie eine Tonne Ölgift mehr rein und sparen da noch mehr Geld und unterbieten aber alle Konkurrenzprodukte. Hm. Dann können natürlich die Leute weiterhin sagen, ey, Nestlé, ihr fickt euch, wir machen das nicht. Wäre schön. Aber realistisch wird das halt nicht passieren, weil die Leute haben selber teilweise einfach kein Geld und nehmen dann natürlich das Billigste. Ist jetzt auch nur so ein Beispiel. Also ich glaube einfach, dass das in der Praxis leider sehr, sehr schwer ist. Und einfach ein bisschen leichter, wenn jetzt jemand sagen würde, wenn jetzt so ein Robert Habeck daherkommen würde und sagen würde, ey Leute, wir essen jetzt alle Müsli mit Wasser. Mhm. Ja. Und wir verbieten jetzt Kuhmilch, was weiß ich. So. Mhm. Ich glaube, die Welt würde nicht untergehen, wenn wir keine Kuhmilch mehr trinken würden. Egal. Natürlich ist jetzt, nicht. Wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, aber ich wollte einfach nur mal sagen, es könnten auch einfach einzelne Leute ein bisschen mehr Moral haben. Und das ist ja schön, weißt du, das ist schön, dass jeder seinen Beitrag teilt. Weißt schon, was ich meine. Aber dann, Beitrag weißt du, hier sind halt 100 Leute, die übelst geil Verzicht üben, aber dann fährt einmal Kylie Jenner mit ihrem Privatjet eine Dings und hat das wieder ausgeglichen, so, weißt du? Den dicken Arsch angerissen wieder. Deswegen, ja. Also klar, müssten dann auch alle Leute sagen, Kylie Jenner, verpiss dich, wir wollen dich nicht, aber das passiert halt nicht. Mhm. Weil es funktioniert halt leider Mensch nicht so. Also in dem Moment, wo wir hier wirklich indische Verhältnisse haben, wo wir irgendwie 50 Grad und hier wirklich irgendwie deine Nachbarn verrecken vor Hitze oder hier Wirbelstürme und mehr Katastrophen, dann wird der Mensch wahrscheinlich eher handeln. Aber bis das passiert ist, wird es halt leider wahrscheinlich nicht passieren. Ich hoffe es weiterhin und Leute, macht was. Ja, soll jetzt auch nicht so Naysayer hier sein, aber esst weiter Fleisch. Und die empirische Beobachtung zeigt uns halt, dass der Mensch erst handelt, wenn es ihn selbst ganz, ganz direkt betrifft. Mhm. Und dann ist es halt viel zu spät. Ich glaube trotzdem auch an so eine Art Butterfly-Effekt und dass auch die Nachfrage viel bewegen kann. Ich meine, ich habe auf Fleisch verzichtet irgendwann, habe damit, also ich weiß von mindestens 5 Leuten, dass sie durch mich inspiriert wurden, auch kein Fleisch mehr zu essen oder vegan zu leben und so. Und das, wenn es sich ein bisschen ausbreitet, ja, und wenn mehr Menschen das nicht mehr essen und mehr veganes Zeug gekauft wird, wir sehen es jetzt auch am Burger King, ja, auch die wollen ja jetzt irgendwie, die haben jetzt zu jedem Fleischburger auch eine vegane Alternative. Das ist alles richtig, das will ich auch gar nicht runterreden und ich, wie gesagt, ich bin ja auch dabei, dass jeder seinen Beitrag leisten muss und sollte. Aber es reicht nicht aus. Es reicht aus, aber es ist viel zu langsam. Mhm. Wir sind eigentlich jetzt schon an dem Punkt, wo eigentlich ist es schon zu spät. Sind wir mal ehrlich. Ja, also ich bin mir relativ sicher, wir haben jetzt noch 10 gute, stabile Jahre und dann spätestens in 10 Jahren wird es anfangen, dass einzelne Länder irgendwie auseinanderbröseln. Ich meine, das passiert ja auch jetzt schon. Selbst die fucking Vereinigten Staaten, die bröseln auseinander. Es ist, der Faschismus ist da auf dem Vormarsch. Also ich glaube wirklich, es ist nicht so rosig. Und das Ding ist halt, wenn jetzt jemand auf den Tisch schauen würde, kostet ihn halt Wählerstimmen. Tut mir leid, ist halt schade. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, das und das gibt es nicht mehr, das wäre halt schneller, als zu sagen, ja, wir werden jetzt halt, guck doch mal, wie lange hat das gedauert, bis die Leute vom Auslachen, haha, du scheiß Veganer, zu jetzt ist es halbwegs anerkannt und Rügenwalder Mühle macht irgendwie größtenteils vegane Scheiße. Das hat ja ewig gedauert, wir haben so viel Zeit nicht. Ja, das ist richtig. Ich denke aber, dass auch solche in Anführungsstrichen Helden wie die Grünen, die jetzt in der Regierung sind, trotzdem irgendwie die Realität dann erfassen, wenn sie in der Regierung sind und dann sehen, es ist ja, alles, das ist halt alles so ein eingestaubtes so Ding. Also theoretisch müsste man halt wirklich einen Ökodiktator haben, der halt wirklich... Wir brauchen mal wieder einen grünen Hitler. Wir brauchen mal einen grünen Hitler. Es ist halt...
es ist halt wirklich, also ich sehe keinen effizienteren Weg. Es ist natürlich super ungeil. Ich will keinen Faschismus, ich will keine Diktatur. Aber dieses, ja, na, dieses rostige System, was wir hier haben, ja, das müssen wir aber erstmal durch die ganzen Gremien durch, dann müssen wir erstmal gucken, dann müssen wir erstmal erstmal 50 Bundestagssitzungen dazu machen, dann müssen wir erstmal gucken. Das ist doch scheiße. Das ist der Preis der Demokratie, ne? Ja, ist richtig. Ich sehe es auch von meiner Philosophie her, meiner Weltanschauung, wäre natürlich auch ein grüner Hitler, wenn wir immer so nennen wollen, ein Regenbogen-Hitler. Ja. Richtig, richtig toll, ja, wenn er echt sagt hier, wir schlachten jetzt ab heute kein Tier mehr. Es ist natürlich nicht geil. Doch, es ist geil. Nein. Sehr gut. Es ist nicht geil, wenn man das so gehitlert bekommt. Aber das Ding ist, wenn wir die Wahl haben zwischen weitestgehend Überleben der Spezies oder ein bisschen eine Öko-Hitler, ist halt schwierig. Ne? Ja, da muss man halt gucken. Von der Zeit gehitlert so ein bisschen. Es ist ein großes Thema, aber also Klimaziele für 2050, ganz ehrlich, wir erreichen 2050 nicht mal wirklich. So, weißt du? Wir werden also, alle soll vorher sterben, ja. Na, alle vorher sterben vielleicht nicht, aber wer weiß, ob es dann überhaupt noch funktionierende Staaten gibt bis 2050. Also ja, das ist ja, wenn du Butterfly-Effekt sagst, weißt du, was passiert denn, wenn wirklich die USA komplett zusammenbrechen, wenn da Bürgerkrieg ausbricht? Was passiert denn da? Das hat ja auch eine Strahlwirkung weltweit. Ja klar, auch jetzt der Einmarsch der Russland in die Ukraine. Ja. Wenn jetzt so die großen Despoten sind. Und das ist eine vergleichsweise kleine Sache eigentlich. Naja, aber wenn jetzt China sieht, aha, es macht keiner was dagegen, außer ein paar Sanktionchen, kann ich auch irgendwie jetzt hier mit Taiwan einverleiben und sagen. Ja, das ist ja nicht mal das. Alter, Indien. Indien ist in der Hauptzone, wo die Gefahr groß ist, dass die Feuchtkugeltemperatur sehr hoch wird. Das ist nicht die normale Temperatur, sondern die Temperatur, wenn du quasi unten ums Thermometer Nässe machst und dann quasi auf Dauer misst. Und ein Mensch kann in der Regel so ungefähr nur 35 Grad Feuchtkugeltemperatur überleben. Selbst im Schatten kann er sich dann halt nicht mehr kühlen und verreckt halt einfach. Ja. So, das kommt einher mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Deswegen sind irgendwie, weiß ich nicht, 40 Grad im Death Rally bei übelst trockener Luft ist nicht so schlimm wie. Da wo Undertaker wohnt, ja, davon nicht vergessen. Ja, so wie 35 Grad bei 70% Luftfeuchtigkeit ist halt viel schlimmer. Ja. So. Und in Indien wohnen halt einfach Milliarden Menschen. Mhm. Und wenn die da alle nicht mehr wohnen können, wenn in Afrika Leute nicht mehr wohnen können, also. Das, da passieren ja Dinge, wenn die alle verdursten, weil es kein Trinkwasser mehr gibt. Immer bald Deutsch-Indien, ne? Ist so. Ja, aber dann können wir nur hoffen, dass wir schön Abkühlung durch einen nicht vorhandenen Golfstrom kriegen. So, also es ist jetzt ja ein bisschen Doom and Gloom. Wir können auch ein Zeichen setzen, Robin, und können sagen, machen wir heute mal eine 10 ja. Als Wertung, sagen hier Klimawandel und Hitze, Tod und so weiter. Oh, das wäre eine Ansage. Das wäre eine Ansage, glaube ich. Es sind halt auch viele Leute an Hitzetod gestorben, aber wir sehen ja immer die lustigen Bilder vom Badestrand und vom Freibad. Ich bin mir sicher, dass gerade alle G9-Staaten hier gerade zuhören. Auch Putin sitzt jetzt in seinem Kreml und hört sich das an und denkt sich, fuck, wenn Robin und Tino jetzt hier 10 geben auf dem Brennpunkt, das ist aber die Kacke am Dampfen. Ist so, das stimmt. Ja, dann machen wir das doch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir durch sind, also so zeitlich gesehen. Du musst ja auch bald los. Doch, wir haben 30 angefangen. Ja, ist alles entspannt. Okay. Brauchen noch Songs für unsere Brennholz. Oh, das stimmt. Playlist. Oh shit, du sagst mir am besten mal ein Genre und dann sag ich dir einen Song oder so. Ein Schlagersong. Ich muss gerade mal gucken, was wir überhaupt drin hatten. Ich glaube, ich hätte jetzt vom Gefühl her dicke Titten reingemacht, aber haben wir schon drin, ne? Nee, aber nicht. Ich mach von Rammstein dicke Titten drauf, in der Lapras Banda Version. Dann mach ich von, ich glaube, Mia heißt die. Fuck, nee, nicht die Mia, Alter. Hier, die du bist Mia der hier. Geilste Ort der Welt. Du bist unser Leben und alles, was zählt. Wie heißt denn das? Hier an der Playa sind wir nie allein. Heißt die Mia? Ich glaube, Mia Khalifa war wieder eine andere. Irgend so eine. Mia Kleber. Wie heißt sie denn, Alter? Mia More. Du bist der geilste Ort der Welt. So, es ist nämlich Mia Julia featuring DJ Miko, Mallorca, da bin ich daheim. So. Ah, okay. Das ist nämlich ein absolutes Brett. Kommt in die Playlist und dazu kommt Rammstein mit dicke Titten, finde ich. Ich hoffe, das geht als Schlager durch. Ja, auf jeden Fall. Aber in der Lapras Banda-Version, wie gesagt, ist richtig geil. Wie die da nackt durch die Stadt laufen, ist ja basically ein Gangbang, was da passiert.
aber mit Konsens. Ja. Oder eher Bukake, wenn ich die ganzen Männer sehe. Ja. Aber auch ein paar Frauen dabei. Okay, es sind ein paar Frauen dabei. Voll wie Düse. Haben Alter, wir haben so, ey, wir haben wirklich, das muss das Ziel sein, wir müssen jedes Genre mal abdecken, ey. Also voll gerne, wir haben ja bisher hier Jack White, Living on Rivers, das ist ja quasi, Beck ist ja Rockmusik einfach, ne, kann man sagen, Photographs, das war so 80er Popmusik, Punk. See About Me ist richtig gut, ist einfach Genre richtig gut. Punk mit die Ärzte, Schlager und jetzt haben wir auch hier Blasmusik mit Metal gemischt, harter Hardrock. Geil. Alles drin, Leute. Ja, ich guck noch mal kurz die Notizen, ob ich jetzt durch diesen Umweltrant hier nicht irgendwie, das soll auch nicht zu negativ klingen, liebe Leute. Ich bin ja trotzdem weiterhin optimistisch, ja, weil Optimismus einfach irgendwie für mich das bessere Weltbild ist. Aber Hope for the best and plan for the worst ist halt schon auch so eine Sache. So, Laila hatten wir auch und Danny, bla, ja, ich glaube... Wir können ja sagen, Leute, trinkt ausreichend Wasser. Das stimmt wohl. Nicht dehydrieren, hört unsere Brennholz-Untermusik-Playlist auf Spotify und hört Brennpunkt nächste Woche wieder. Ja. Am Samstag ist CSD in Jena, bin ich wieder von früh bis spät unterwegs, dann müssen wir vielleicht wieder Freitag diesen aufnehmen. Samstag, bist du besoffen, Tino? Naja, ich bin aber... Diesen Samstag ist Skate-Nacht, du musst da kommen. Ich mach um 4 Feierabend. Okay. Ich bin auf dem CSD in Jena. Ich wurde letztes Jahr von zwei Leuten angesprochen, von Hörern. Das war sehr angenehm. Sprecht mich gerne wieder an und holt euch euer Getätschel auf den Kopf ab. Hast du fein gemacht, du Feini. Und ich bin dann ab 16 Uhr oder ab 17 Uhr dann in Weimar und mache hier Skate-Nacht und schön. Punkrock. Geil. Gut, ja, dann geben wir eine 10 von 10. Mach mal. Als Zeichen. Für das schmelzende Grönlandeis. Ja. Und den sterbenden Golfstrom. Wir grüßen Greta Thunberg hier an der Stelle. Also das Mindeste, was ihr machen könnt, ist euren Müll trennen. Wenn hier irgendjemand zuhört und nicht seinen Müll trennt, ist schon einfach nicht so geil, weil das ist so simpel. Aber wäschst du auch Sachen aus? Also so irgendwelche Joghurtbecher? Ach so, Joghurtbecher, ja, aber die kratze ich immer schon aus. Mhm. Ist das so schlimm? Also ist wohl ein Ding, ja. Ja, also hier die Gläser wasche ich halt aus, aber... Joghurtbecher sind halt weitestgehend sauber, aber aber das ist das dann nicht eher Wasserverschwendung? Ich dachte, Gläser muss eher nicht, weil die werden ja eh nochmal gereinigt dann, wenn die da abgeben. Naja, da machst du halt einen Schluck rein und schüttelst. Das ja, das mach ich auch, ja. Ist doch besser, als hier so eine schimmelige Scheiße stehen zu haben. Ich trenne auch sehr konsequent. Ist mir auch mal passiert, dass vielleicht mein Taschentuch irgendwie in einem Sack gelandet ist, irgendwie jemand daneben geworfen hat oder so, oder hat nicht dran gedacht. Passiert mal, keiner ist perfekt, aber prinzipiell trennt, liebe Leute. Ja. Trennt euch von euren Partnern und trennt den Ja. Lieben. Gut, schön. Dann Grüße. Bis kommende raus. Woche und ja, Spotify bewerten. Ne? Und den auf jeden Fall Spotify bewerten. Oh ja, Ich gehe jetzt erstmal schön auf Patreon. Oh, geil. Ciao. Tschüss.